Jetzt gibt mir das Spiel wieder die Hoffnung, dass ich 0,1 vorne bin. Ich glaube, mit dem Setup habe ich meine Zeit gefahren. Jetzt. Ja, jetzt halbe Sekunde hier verloren war ich. Okay, jetzt war es ein eindeutiger Fehler von mir, weißt du? Das ist jetzt okay. Das ist zwar noch nicht gemacht, aber der kommt halt jetzt. Ja, dann machen wir morgen finalen Tag der Strecke. Und dann Sonntag eine andere. Willst du mal kurz auf mein Bild schalten? Drauf gucken, nicht drauf schalten. Nur drauf gucken. Das kann ich von hier nicht. Also. Achso, kannst nicht. Das geht okay. Nur im Wohnzimmer. Hier habe ich nur den Stream. Also es gibt Funk in. Es gibt Funk in hier oder was? Du hast gerade gestockt oder war es weg? Plastikteil. Da steckt wahrscheinlich die Funktechnik dann drin. Nochmal, du warst komplett weg. War das für eine Stunde zählt? Es gibt Funk und dann warst du komplett weg. Ah ja, kann sein. Ist ja jetzt genau die Zeit. Und du bist also auch aus dem Server weg. Es gibt Funk in Air-Kopfhörer, aber die haben alle so ein dickes, fettes Plastikding. Quasi wie so eine Brosche dann hängen und. Ich glaube, das zieht am Ohr, wenn du immer so ein Plastikteil da runterbaumeln hast. Also es scheint wohl wirklich zu sein, dass die Technik einfach zu groß ist. Das passt da nicht rein. Also ich habe keine gefunden. Was kosten die? Ja, die gibt es in jedem Preis irgendwie. Also das fängt mindestens bei 50, habe ich hier schon welche. Vermute ich eher sogar noch günstiger. Echt? Wie ist die Qualität dann? Ich habe ja... Ja, WLAN halt, aber Telefunken ist das. Telefunken ist eine Marke. Ob die jetzt gut klingen, kann ich dir auch nicht sagen. Ich kenne Telefunken von früher, war ja super mit Videorekordern zum Fernseher. Ich habe hier meine Kopfhörer, die, wie ich sage, die klingen jetzt gut. Wenn ich die aber über einen Bluetooth-Adapter anstecke, gibt ja so Bluetooth-Teile, wo man steckt man einen Kopfhörer rein und tun sie sich verbinden, weißt du? So Transmitter, kannst du einstellen. Receiver oder Transmitter, ne? Kannst du umschalten. Kennst du diese viereckigen Dinge, die kleinen? Ja, klar. Und wenn ich dann diese Kopfhörer in den einstecke, ist der Sound schon gut? Oh, fuck! Oh. Ist der Sound schon gut, aber nicht so gut wie mit Kabel halt, ne? Weil es fehlen ja, doch. Ich habe mal so eingetestet. Ich habe gleich wieder zurückgeschickt. Weil es fehlen doch irgendwelche Bereiche. Weißt du ja nicht. Ja, also diese Funkdinger haben halt eine Station und diese Station wird dann vermutlich analog halt ans Audio-Interface halt am Kopfhörerausgang angeschlossen und überträgt das dann. Du hast dann halt eine Station, die das dann halt zu den Kopfhörer sendet. Okay. Mein Tablet ist ausgegangen. Und an dieser Station kannst du optischen Ausgang anschließen oder ein Audiokabel. Vielleicht sogar ein Mic. Ja, sogar ein Mikrofon. Ja, gibt es für um die 50 Euro. Okay. Mein Tablet konnte nicht mehr gegenladen. Ja, kannst du mal links schieben, du Bock hast. Ich will gleich schauen. Ich würde das Setup so speichern, so würde ich morgen nochmal testen, weil so glaube ich, habe ich meine Bestzeit gefahren. Könnte sie nochmal unterbieten. Mindestens, also es ist möglich um 0,2. Könnte es unterbieten, mehr, also aktuell ist es nicht. Wirst um diese Zeit keine Zeiten mehr machen können. Kriegt kein Mensch hin. Vielleicht einer, der es wirklich im Schlaf fahren kann.
bin jetzt Aufnahme 10 Stunden 31 und davon habe ich eine Stunde Pause gemacht oder so. Vielleicht sogar mehr. Deswegen sage ich ja, ich habe schon vor Stunden aufgehört, irgendwie auf Zeit zu fahren. Ich eigentlich auch Spaß. Gemütlich fahren, aber dann reizt mich ja doch, wenn ich sehe, hey, schau mal, die Zeit könnte sein, könnte gehen. Wenn du dich nur aufregst, dann zerstört dir es nur die Nerven und das ist alles gut. Das ist jetzt, das ist ja dann schon wieder weg. Alles gut. Ich reg mich ja nicht auf, ich ärgere mich halt ein bisschen. Und das passt ja. Da ist ja einfach die Leidenschaft da, weißt du? Temperament. Also Aufregung und Ärger ist für mich fast dasselbe Wort. Schnauze jetzt und reg mich über dich auf oder ich ärgere mich. Das werde ich Technik petzen, dass du wieder rumholst. Nicht Daddy sagen. Schimpfen bist. Nicht Daddy sagen. Denn der packt wieder den Ledergürtel aus. Obwohl, so wie ich dich kenne, wirst du ja morgen wieder sagen, ey, Jens hat wieder den ganzen Tag noch rumgekämpft. Ah, nee, da haben wir auch im Street Fighter dran geprügelt, die Sau. Naja, die ganze Zeit. Oh, ich bin ja nicht mal auf dem Server, ne? Stimmt. Ja, wegen des Dings da, ne? 24 Stunden. Ja. Komm schon. Yes, man, ich hab's. The Gents, ich kann's immer, egal wie viel Uhrzeit. 0,17 schneller. Scheißegal. Egal welche Uhrzeit. Du hast nicht recht. Ich habe recht. Zwar nicht viel, aber 0,17 ist trotzdem eine nach 30 Runden oder so schon viel, bin ich. Jetzt eigentlich Geschick gehabt? Vergessen. Ja. Haben wir aber das Setup deutlich besser als das, was ich daraus gemacht habe. Das war ja auch das Problem, ich habe mein Setup verwurschtelt und dann ging es da nicht mehr. Ich bin ja die Runde umsonst gefahren fast. Aber es ist halt wichtig auch zu wissen, dass ich es da wieder zurück mache, dann ist es besser.
und nochmal verbessert oder doch nicht. Vielleicht gegen die Wand gelangt, als ich es gesagt habe. Okay. Aber ich könnte noch verbessern, die Zeit, Jens. Wenn ich jetzt nicht hier so mich drehen würde und mich... Also es geht noch besser. Nochmal um 0,23 geht's locker besser, die Zeit. Aber den BMW komme ich nicht ran. Zu stark. Wie ist denn der überhaupt? Die beste Zeit ist aber nicht mit dem BMW gemacht. Das ist der Lexus und der Ferrari. Ja, aber von mir, ich, das ist ja egal. 1,35,676. Ja, das ist Xentron und Concorde. Was willst du erwarten? 1,35,676 und mit dem... Boah, ich bin noch 0,8 hinter meiner eigenen Zeit, Mann. Das kriege ich nicht hin. Also das ist zu viel. Das kriege ich mit dem Ferrari nicht hin. Also ich glaube, dass das für mich jetzt die so... Ne, so die Referenzzeit ist. Wird sein für alle Autos ungefähr. 0,2 geht schon noch besser. Also die 1,36,4, vielleicht 1,36,2, je nachdem, wird halt die Zeit sein, die ich mit versuche, mit den anderen auch zu schaffen. Krass, Xentron ist noch 2 Sekunden schneller gefahren mit dem Lexus als Cord hier. Heftig. Das passt ja dann. Sie ungefähr weiß die Referenzzeiten, ne? So, okay. Schon wild, schon wild. Was hast du denn da jetzt? Lexus. Ich fahre diesen jetzt 1000 Runden und keinen anderen. Ich fand den geil. Allein schon dieses fette Umdrehungsding da unten. Ich fahre den jetzt auch nur noch mal kurz und dann mache ich Schluss. Ich habe Hunger. Jo, passt. Passt gut zu meiner Zeit. Doch gut, dass ich eine Stunde früher zu gestern aufhöre, weil ich werde halt, ich müsste meine Steuern anfangen oder ich sogar fertig machen. Es dauert ein paar Stündchen. Ich muss locker, ich sag mal, 2 bis 3 Stunden muss ich, wenn ich aufstehe, daran arbeiten. Ich fahre ja morgen auch wieder den anderen dann. Außer jetzt natürlich, ich komme mit dem besser klar, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ja, du, bei mir kennst du das ja. Ich esse einmal am Tag, fast immer zur selben Zeit so. Aber irgendwann dann so nach 24 Stunden, da knurrt dann einfach der Magen. Hatte ich eigentlich auch gemacht. Ich hatte letzte Tage immer 24 Stunden gegessen, aber jetzt hatte ich heute noch mal Hunger. Ja, klar. Manchmal mache ich das auch. Wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht, ne? Ja, fährt sich ähnlich. Gell? Fährt sich ähnlich wie der BMW, oder? Ja. Sag, hab ich ja gesagt gestern, das ist krass. Wenn du jetzt hier ein bisschen rauskommst, egal. Ist geiles Ding, finde ich. Ehrlich gedacht. Nachdem ich ihn verabscheut habe. Würde sagen, ich gebe ihm einen halben Punkt weniger als dem BMW. Aber das wäre dann die zweithöchste Wertung bisher. Ja, fahr erstmal. Ja, okay, doch halber Punkt, würde ich sagen. Fahr erstmal so ein bisschen, dann wirst du vielleicht ähnliche Wertung vergeben, aber ist ja halber Punkt, ist ja fast ähnlich. Ist ein bisschen anders schon, ja. Ja, weil beim BMW das Setup perfekt ist. Wenn du hier 2 Sachen änderst, hast du es auch so, glaube ich, gemacht. Also das beim BMW ist das Setup einfach perfekt. Ich habe ihn sogar noch tiefer gemacht. Noch tiefer? Der ja. Rumpelt ja so schon. Ich weiß. Das habe ich mit dem jetzigen ja auch gemacht. Der ist so tief, ich habe noch tiefer gemacht. Dann habe ich nochmal geschafft, 0,6 Sekunden. Okay, BMW bremst besser.
Ups. Das liegt an der Hitze der Reifen. Du musst den Druck erhöhen. Zwei auf jedem Reifen, also bremst es genauso. Weil das kann die Ding nicht erhöhen. Jo. Du kriegst die Ding nicht hin. Die Temperatur. Den Reifendruck kriegst du nicht hin. Das ist ein Stockwagen. Reifen wechseln. Zwei. Boah, geschlafen. Reifen wechseln, zwei hoch pro Reifen und dann hast du richtige Temperatur. Dann lenkst du und bremst genauso. Reicht aber für heute. Ja, sehe ich auch so. Passt. Siehst du, da sind wir uns ja einig. Ja, klar. Na ja, schon mal ein paar schicke Autos mittlerweile gefunden. Mhm. Und Ferrari fand ich, glaube ich, habe ich auch gesagt, dass ich den mochte, ne? Ja. Und den McLaren noch. Und den Mercedes fandest du nicht ganz so doof, aber auch nicht gut. Ja, McLaren habe ich ja schon bewertet, glaube ich. Mercedes habe ich den bewertet. Irgendwann teste ich nochmal den anderen. Ja, den habe ich mit 3,5 Sterne bewertet. War nicht schlecht, aber jetzt auch kein Spitzenreiter. Den Lamborghini muss ich unbedingt nochmal fahren. Der ist auch gut. Den Nissan muss ich mal nach langer Zeit wieder fahren. Ja, ich werde auch mal alle Nummer doch testen. Das ist schon cool. Ja, nur den BMW M6 muss ich nicht nochmal fahren. Da freue ich mich drauf. Das ist schon eine geile Challenge. Den komischen Porsche muss ich auch nicht nochmal fahren. Obwohl, es kommt auf die Strecke drauf an. Ich glaube, auf manchen Strecken fühle ich den. Vielleicht sogar auf der. Mal gucken. Ja, aber dieses Ding ist ganz cool, was ich dir den Link geschickt hatte, mit diesen, um diesen Intel-Prozessor ein bisschen zu pimpen, die Temperatur. Was ist das genau? Ist das zum Aufsetzen zwischen Ding? Was ist das genau? Ja, das setzt du quasi auf den Prozessor auf, so dass die Die und dann quasi eben ist, so. Und also es geht wohl darum, also normalerweise, wenn du da so einen Lüfter draufsetzt, dann wird wohl nicht die ganze Die gekühlt, sondern nur bestimmte Teile. Und dadurch, dass du irgendwie da das begradigst, ist die Leistung von den Kühlern einfach besser. Ach du Scheiße, was ist das? Was schickst du mir da? Muss man das wirklich hängen? Das habe ich dir nicht geschickt. Doch, Telefunken. Doch, ja. Muss man das wirklich hängen lassen so oder kann man das von hinten kommen lassen, damit es am Nacken ist? Nee, muss von vorne. Ach so ist das, dass du dann... Ja, okay, ich verstehe schon. Ist mit Sicherheit gar nicht so übel. Und... Wie das gibt es bestimmt das? Auch noch von Sony und von Philips und ja, hier, da. Technisat. Thomson. Genau, und eventuell klingen die auch noch ein bisschen besser. Das ist jetzt halt die günstigste Lösung. Aber finde ich schon beeindruckend. Du hast USB-C, glaube ich, ist das. Dann noch einen optischen Eingang. Das ist ja auch mal geil. Da hat ja auch mal einen Sinn. Nee, ist ein Mini-USB, glaube ich sogar. Micro-USB. Okay. Ist aber doof, dass es kein USB-Empfänger, dass du dann das direkt anstecken musst. Da müsste ich ja nochmal extra eine Soundkarte anstecken. Nein, das Ding schließt du da an, wo du sonst den Kopfhörer anschließen würdest. Ein Kopfhörerverstärker. Also du ziehst deinen weißen Kopfhörer raus und steckst die Station da dran. Ach so. Und die Station sendet dann das Signal zu deinem Kopfhörer.
Das ist quasi der WLAN-Dongle, den du sonst bei irgendwelchen Razer Logitech Stimmt, jetzt das ist dabei ja hast. die Soundkarte. Ja, da habe ich ja das Ding. Okay, krass. Kommt man da denn nicht hin auf die Lautstärke da? Ja, doch, klar. Also das wird nicht leiser sein. Nee, ob man da nicht dran hinkommt, wenn man da berührt, mit dem Kopf oder so. Also mit dem T-Shirt oder irgendwie. Hallo, ich Ja, das weiß ich auch nicht. Das habe. ist halt ein dicker Klotz, ne? Dass du da natürlich irgendwie noch eine Lautstärkeregelung und sowas dran hast, finde ich schon witzig. Erst analoge Lautstärkeregler. Ja, das ist ganz gut eigentlich. Ich wollte. Ladedauer 2 bis 3 Stunden, Betriebszeit bis zu 6 Stunden. Uff. 2 bis 3 Stunden ist halt schon krass. Also in der Beschreibung steht 6 Stunden. Bei mittlerer Lautstärke nehme ich dann mal an. Ja, sage ich ja. Habe ich ja vorgelesen. Betriebszeit 6, aber Ja. laden 2 bis 3. Achso, ja. Ja, lädt man halt, wenn man schläft, ne? Das ist jetzt ja auch der günstigste. Ich denke mal, dass die etwas teureren auch eine längere Akkulaufzeit haben. Guck mal, den Thomson ist der teuerste. Ich bin mir ziemlich sicher, sowas gibt es bestimmt auch von Sony. Ist ja. Was ist denn das für ein Dings So da? Ist das die Batterie oder was da unten? Peter Knubbel. Das erinnert mich immer an diese alten Kopfhörer, die ich hatte, so AKG, so 666 oder 777 MHz analog. Habe ich auch immer mit so einem Ding da angesteckt. Genau das gleiche. Ja, also es ist halt die Batterie und natürlich Empfänger. Verstärker. Ja. Batterie, Verstärker, was ist da noch drin? Und der WLAN, genau, das Hier, WLAN. das Ding ist auf Bluetooth. Das da ist Bluetooth. Oh. Gott, was für ein Schrott. Hier mit geringem Gewicht Bluetooth. Und das. Ja, und dann aber so ein fettes Ding, da muss das Ding aber mindestens 200 Stunden irgendwie Laufzeit haben. Also sonst. Techniksatz, so Mino. Schau mal, was für Laufzeit das Ding hat. Perfektes Geschenk für Oma und Opa. Getrennte Lautstärkeregelung ist das Mikrofon für hörbare Umgebungsgeräusche während des Fernsehens. Ach du Scheiße. Das ist für alte Leute. Bis zu 10 Meter. Na, steht nicht mal da. Steht oft nicht da bei diesen ganzen Dingen. Also wenn nicht mal das dasteht, dann. Das steht bei diesen In-Ear-Dingen sehr, sehr, sehr selten. Da musst du echt suchen. Bei denen, okay, weg damit. Erst einmal. Schau mal den. Also Amazon zum Beispiel, unter denen wir uns erst angeguckt haben, die haben dann noch einen Vorschlag für einen APH 100 Funkkopfhörer, Fernsehen 2,4 GHz, 98 Euro, Farbe guck mal ab analog. hier, Warte, ob ich hier schau noch irgendwas mal. mit. Ich habe nur Thomson 305. Techniksatz. Ja, also ich habe hier einen, der hat eine 350 mAh Akku, Arbeitszeit 8 Stunden. Ist doch gut. Ist nicht schlecht, aber Schau mal, 350 der Gagstern da. mAh, das Der ist eigentlich Gagstern. nicht viel. Doch, für so ein kleines Ding schon. Der Gag sitzt dann so da, schau mal. Wenn ich mir da Nee, oben einmal das Ohr stimmt. berühre, dann ramme ich mir das dann rein, das Ding so. Scheiße, Mann, das ist ja echt so heftig. Ja, du hast so eine richtige Brosche da hängen. Ich Hey, weiß nicht, ob das stört. wenn der Ton gut ist, das schon mal, da kann man sogar Akku wechseln. Das ist Five-Head. Ah, inklusive zweitem Wechselakku. Das ist schön. Okay. Aber ist das denn jetzt, was ist denn das?
Also bei denen kannst du sowieso grundsätzlich den Akku wechseln, weil das ist dieses Plastikding, kriegst du sowieso irgendwie auf. Aber ist ja Und geil, dann in meinem Fall, wechseln. was ich hier habe, 3,7 Volt. Also wenn der irgendwann mal kaputt geht, kann man das schon ersetzen. Hier, guck mal zum Beispiel, hab ich das hier noch gefunden. 2,4 Gigahertz. Ja, das ist doch okay. Aber wie lang hält das? Das ist noch die Frage. Also Wechselakku hat das 2,4 GHz, ist okay. Trotzdem muss es 2,5 Stunden Akkulaufzeit. Boah, auch 350 mA. Aber stell dir vor, das andere hat 350 mA und hält 8 Stunden, hast du gesagt, ne? Ja. Hatte diese Zeit. Technik. Jetzt 2,5 Stunden, in 2, 3 Monaten ist das Ding nur noch 10 Minuten, weil der Akku wird ja immer schwächer. So habe ich es auch bei meinen ganzen anderen Dingern. Hier sogar zwei Akkus und zwei Sets, ist alles doppelt, ist genau wie das andere. Das hast du gesehen? Ja, mir ist es fast lieber, wenn das so ein Standard Akku ist, den man dann irgendwann auch mal wieder rausnehmen kann und wechseln, als so ein Batterie-Akku-Ding. Da kriegst du ja keinen neuen Akku rein, wenn die mal kaputt gehen. Musst halt einen neuen kaufen dann, naja, okay. Wenn die zwei kaputt gehen. Ach du Scheiße, Alter. Oh, sogar mit Memory-Schaum-Dinger. So sehe ich dann aus, oder was? Mit Licht? Ich habe vielleicht sogar noch einen guten. Wie geil. Ich finde das Ding spannend hier. Oh. 5 bis 7 Stunden. Hier schreiben sie sogar, kommt auf die Lautstärke an. Ja, ist ja immer, ja, klar. Kann ich dir auch mal schicken? Weil du guckst dir ja nichts an, was ich dir schicke. Ich schau doch immer, was du schickst. Warten jetzt. Dann, was haben wir hier noch? Dazu musst du die Gespräche der letzten 2 Stunden mitbekommen haben. Tichi. Bluetooth wollen wir nicht. Achso, steht extra nicht Bluetooth, okay. Es reduziert die Audioverzerrung auf 7 Millisekunden. Irgendwas Das ist deutlich. Wireless, was nicht Bluetooth ist und was keine Verzögerung hat. Ist die Zusammenfassung. Also hier beschreiben sie es sogar. Und kein großer Kopfhörer. Ist kein Bluetooth, hat nur 7 Millisekunden, deutlich weniger als die 220 vom normalen Bluetooth und deutlich weniger als die 40 vom AP aptX Low Latency Bluetooth. Genau, deswegen suchen wir die Dinger ja. Sagt der hier mit der Akkulaufzeit? Weil ich. Sogar noch mit Equalizer an der Station, wo du Wir schauen ja die gerade, was es Modis so gibt umstellen hier. kannst. Was heißt brauchen? Ich würde halt irgendwas Wireless, was ich keinen großen Kopfhörer auf den Kopf setzen muss und was nicht Bluetooth ist, weil Bluetooth hat halt 1 Sekunde Verzögerung. Guck mal, halt Ah, mal gucke durch mal, gerade. kann bei dem hier kann es sein, dass es genau das ist, was du auch hattest, weil hier ist auch irgendwas mit zwei Wechselakkus. Hast du mir nicht zwar das gleiche geschickt? Nein, ich habe jetzt. Ich habe das ja auch schon offen gehabt, vorhin habt ihr schon gezeigt, sogar das eine hast du mir gerade geschickt. Nee, drei verschiedene. Ja, nee, ich habe das doppelt hier. Ich habe dir insgesamt vier verschiedene geschickt. Achso, alle, die hier unten waren, als Vorstellung liegen, oder nicht? Ja, Natürlich auch ein alle. schwarzer, zwei weiße und dann oben nochmal ein schwarzer. Vier Stück. Ambiente. Hey, schau mal, ab die Marke Avantri, beste Mann. Ich nutze jetzt das hier, Teach. Ich kann dir mal zeigen, was ich nutze heute. Hier.
die nutze ich, aber die rutscht halt immer aus dem Ohr und ist halt nicht geil. Aber da sehe ich mich hier. Also fürs Fernsehen gucken, für ältere Leute ist das doch der Hammer. Einfach nur auf der Couch liegst oder auf im Bett oder sonst was. Ja, aber fürs Fernsehen gib gucken kannst du auch Ding machen. Bluetooth oder so. Geht ja auch. Ja, wenn man die Latenz noch am Fernseher einstellt, das Bild verzögert auf jeden Fall. Habe ich schon. Nee, wir suchen extra was nicht mit Bluetooth. Die habe ich schon, Samsung Galaxy Earbuds 2 oder so. Ist auch nicht gut, ist beschissener Sound. Ist beschissener Sound und ist eine Sekunde Delay. Guck mal, vielleicht weiß der Tichi wieder mal was, was wir noch nicht wissen. Wir suchen keine Bluetooths in ihr, sondern WLAN, also Funk-Kopfhörer in ihr. Das ist halt einfach. Also die kleinen. Was ist denn das links, rechts? Balance auch noch. Naja, kein Delay, das glaube ich nicht so ganz. Also wir reden gamer-konform, dass du damit spielen kannst. Bass, Tremble, Avanti, die beste, Mann. Wie lange hält denn das Ding? Musst gucken, steht. Bei allen, die ich gesendet habe, steht das auch. Bis zu 100 zusätzlich 350. Achso, und ich kann kein Headset auf den Kopf tun. So wirklich. Guck mal, da unten rechts perfekt synchronisiertes Bild. Da wird es nochmal erklärt. Ich stand auch schon. Sekunden kein Delay und so. Hat. Genau. Ich kann halt auch keinen wirklichen Kopfhörer auf den Kopf tun, weil durch diese ganzen Tabletten dröhnen tut mein Kopf eh schon weh. Also die Gaming-Bluetooth-Headsets haben eine Latenz von, also die ganz schnell mit um die 14. Das ist so, glaube ich, das Schnellste, was es bei Bluetooth überhaupt gibt. Die meisten haben eher 40. Und die Funk-Kopfhörer haben einen Delay von 7 Millisekunden. Da sind wir in einem Bereich, wo es wirklich langsam nicht mehr sichtbar ist. Ja, aber ich habe jetzt eine Sekunde. Das ist halt geil. Aber 4 Stunden ist einfach wenig, Mann. Nee, das ich habe keinen mit 4 geschickt. Der einzige, den ich dir mit 4 geschickt habe, doch. Achso, genau, ist der, wo es 2 Akku-Packs gibt, genau. Ja. Genau, so wie bei deinem auch. Ja, 4 Stunden ist wenig, finde ich auch. Ich fand es nur, den habe ich eher mitgeschickt, um zu gucken, ob das derselbe ist, den du auch da hattest. Mit den Akku-Packs. Der ist halt 8 Stunden, das ist halt schon geil. Okay. Aber Ladezeit 4 Stunden. Und da gibt es aber auch 2 Batterien dazu. Okay. Hält 8 Stunden an 2 Batterien, also. Das ist doch geil. Okay, der ist mir schon lieber, der Typ. Ich habe ein Jahr lang Kopfhörer gekauft. Bisher wurden sie gut bearbeitet. Es gibt kein Rauschen, Ton ist synchron. Nach der Antwort meiner Großmutter. Jetzt kann sie ihr Lieblingssender auf dem Sofa sehen. Als ob die Großmutter noch Synchronität merkt oder nicht hier. Kappa. Herr Sennheiser war vorhin schon einen bestellt. Man kann das auch unabhängig vom TV nutzen, ähnlich wenn sich Personen unterhalten, dann muss die Mic-Taste gedrückt werden und das Gespräch entsprechend auf den Kopfhörer übertragen. Das ist wie so ein Verstärker früher. Kennt ihr sowas? Gab es so einen Verstärker, wo man so ein Walkie-Talkie-mäßig, was man ins Ohr getan hat, man alles gehört, was um die Umgebung gesprochen wurde. Ja.
Ja, er hat dir was geschickt. Das kenne ich natürlich auch. Da kommen wir halt aber schon in Preisregionen rein. Im Studiobereich gibt es das tatsächlich. Und da gibt es auch entweder sowas hier, wie er gerade geschickt hat. Das ist quasi dasselbe von Sennheiser. Hast du schon einen Brauchst du Link? aber noch einen Sender für. Oder vielleicht, was hältst du denn von solchen Funk, Sender, die du dir an die Gürtelschnalle oder sonst was drauflegst, dranhängst und dann dein Kabel da wieder einsteckst. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Ja, dann habe ich diese viereckigen Bluetooth-Dinger schon. Oder gibt's die auch mit 2,4? Genau, die gibt es als Funk. Das Kostet ein wäre bisschen gut. mehr, aber ich glaube, sowas gibt es dann wieder von Behringer oder von sowas in der Art. Das Ding hier kostet 55,99 mit gebraucht hier. Warte, warte, ich gucke. Warte, ich sehe es. Das. 55 gebraucht sehr gut. Die Hälfte halt, fast. Hui. Das ist schon krass. Wenn du Geld übrig hast, test ihn doch einfach mal. Einfach nur mal, um zu wissen. Der übrig habe ich gar nichts. Ja, ich sage ja nochmal. Ich weiß ja nicht mehr, ob die jetzige vorherige Bestellung durch ist, da muss ich ja checken. Ich will Ärger kriegen hier. Ja, da mit dem Kabel ist es ganz nett am Anfang, aber irgendwie nervt es dann auch nach einer Zeit. Weißt du, immer so einen Sender mitzuschleppen, wenn man dann so hinsetzt, besonders hier beim Fahren. Weiß nicht, wo ich das hin tun soll. Vielleicht auf mein T-Shirt so vorne, oben im Sender, so auf meinen. Weißt du, das stört dann doch mit Kabel. Ja, Für, ja. am Anfang vielleicht okay, aber stört dann doch. Kann in der Hosentasche oder halt am Gürtel, aber am Gürtel wirst du nicht tragen, ja. Stimmt schon. Ich meine, gut, da gibt es viele Möglichkeiten, Armbänder oder. Aber nee, es hast schon recht. Ja, TG, die Sennheiser, die du rausgesucht hast, die sind schon Bombe. Bist du mit Sender halt vermutlich bei 200 Euro, aber klar, das ist dann schon schicke Sache. Die Sennheiser haben übrigens 12 Stunden Betriebslaufzeit. Und das Ding, was du da dran hast, ist winzig klein im Vergleich zu denen, die wir gerade gesehen haben. Ach, das ist scheiße. Aber das ist ja Bluetooth. Oder? Nein. Ist das nicht Bluetooth? Nein. Und was ist, wenn die 12 Stunden vorbei sind? Kann ich da Kabel Ja, auch. anstecken und kann weiterhören? Das weiß ich nicht. Und die hast du, Teacher, oder was? Die Dinger? Netzteil und Kabel. Warte mal. Müsste ich mal in der Bedienungsanleitung gucken. Okay, die gibt es auch mit Stationen. Gibt es die auch? Aber ist das eine andere Version? Oder ist das dieselbe? Nee, ist dieselbe. Okay, die Station kostet wirklich fast 100 Euro. Ich glaube, da kannst du kein Kabel anschließen. Zumindest sehe ich das jetzt hier nicht. Ich schicke dir mal einen Link. Kannst du dir das selber mal angucken? Das ist jetzt die Luxusversion, von der wir vorhin gesprochen haben. Ja, noch was im Amazon gefunden hier. G-Mark CL verstärkte TV-Kopfhörer für 8 Stunden. Was auch immer das ist. 153, ach du Scheiße. Auch keine Infos, nichts.
Ja, der hat wieder nicht zugehört, der Teach. Ich habe gesagt, ich kann keine Kopfhörer aufsetzen, weil mein Kopf brummt eh wegen den ganzen 12 Tabletten. Kopf ist so empfindlich, ich habe so Schmerz in meinem Kopf, dass ich, wenn ich von Tabletten hoch und ich tue da an Tabletten hoch und runter kommen von denen, es geht nicht Kopf drin. Jede leichte Berührung vom Kopf ist halt Schmerzen. Die sind schon gigantisch, sage ich ja auch. Die sind geil. Ich würde einmal diese DD77 Pro, aber mit Brille scheiße und mit den Tabletten, die ich nehme, auch nicht gut. Einfach die nicht zugehört. Ach du Scheiße. Ist das das Ding mit der Sendestation oder was? Hier Ja, ein kostet Bande. es 209 Expert Technomark. Visit Item. Übrigens, aber wenn wir bei Thema Beyer Dynamic sind, ich bin ja eh Sennheiser verseucht, aber mal davon abgesehen, mag ich den hier lieber vom Klang als den Beyer Dynamic. Kosten tun so ungefähr dasselbe. Das schließt man auch so an, okay. Einmal optisch, einmal so, okay. Ich will so einen Jo. kleinen Furzsender, zahlst du so viel? Und wie ist denn der Klang mit denen? Das sieht ziemlich schmerzhaft aus in den Ohren, irgendwie, das Ding. YouTube würde ich sagen, ne? YouTube-Testbericht. Ich denke, wenn man das in Aktion sieht, wie das jemand im Ohr hängen hat, dann siehst du, wie starr das ist und so. Ich kann dir das auch nicht sagen. Ich habe das Ding noch nie live gesehen. Mach das. Letztens bei uns war das mit den Münzen kaputt. Konnte nicht einzahlen, Scheiß. Kannst du dir nicht vorstellen? Gehst zwischen die Couch und tust da nichts, da tust da Geld zusammenwurschteln und dann. Schau mal, kannst du nicht einzahlen. B-Stock ab 199 hier. B-Stock heißt refurbished oder was? Mit Vollgarantie für Sonderrückläufer mit geringen und leichten Gebrauchsspuren. Ja, hat halt jemand schon ausprobiert. Sich nicht an 35 Euro. 209. Also ich sag's mal so, bei Thomann hast du das gleiche Ding wie bei Amazon. Du darfst es 30 Tage lang testen, darfst es wieder zurückschicken, keine Versandkosten. Kunde ist König ist bei Thomann. Einer der wenigen Läden, wo das auch zutrifft. Gibt es für 209 bei Amazon? Oh, cool. Der Und vielleicht sogar noch S5. als B-Ware noch günstiger. Hier. Das ist doch das, ne? Ich habe es da eben sehr. 209? Tatsächlich. Ich habe es genau vor mir gehabt. Wird aber nicht von Amazon versendet und verkauft, sondern von irgendwem. Was ist denn das, Alter? 400 Euro, das sind die wahnsinnig, was es das gibt. Was ist denn das? Das soll ein Sender sein, oder was? Warum ist das so teuer? Die Kopfhörer kosten ja bloß 100. Die Sennheiser. Warum ist das 400? Was ist mit dem? 133 hatte ich die Preise eben. Warte, ich gucke. Wo war die? Achso, die. Fernsehen erschließt uns Welten. Weiter. Größer als wir selbst. Was ist Spannende das jetzt? Sind Geschichten. das jetzt Kulturelle auch, Höhepunkte. WLAN? Ich glaube nicht. 400 Euro normal kostet. Also die Kopfhörer, du hast mir vorhin geschickt, für 100 doch. Sind doch die, oder? Vielleicht ist das eine andere In Ihrer Version. Ich Umgebung weiß nicht. Kontakt. Genießen Sie Unterhaltung für den Bluetooth-Verbindung ganzen ist Tag. das. Steht da. Auf jeder Plattform und allen Das waren die Geräten. anderen vorhin auch. Wo verblüffende Wendungen Aber es deswegen äh, zu gibt, lebhaften gibt bei Diskussionen führen. Sennheiser immer so 100, Ein 200, atemberaubende 300, 400, Spannung, 500. die Vielleicht waren Zuordnung da vorhin der 100er und dann sind das Welt. Oder 500er das oder Lachen über die so. besten Pointen. Oder es ist einfach ein unverschämter Preis. Kann ja natürlich auch sein. Das macht da gar keinen Sinn, dass er so teuer ist.
Ja, also die Sennheiser, die ich hier habe, sind ja auch sehr teuer. Gags. Und du hörst schon den Unterschied zu irgendwelchen 30 € Kopfhörern. Wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Dann höre ich deinen Puls ab. Aber ich sag dir, die Samsung, die Earbuds, die Creative, die JBL, alle, ne? Keine Chance zu diesen einen, wo ich dir vorher gezeigt habe, die so perfekt mein Ohr passen. Keine Chance vom Sound. Ist so. Also, sehr, sehr traurig, aber verstärken tun nicht ausreichend für Hörgeschädigte. 0 Sterne. Boah, Connect via Bluetooth zum Smartphone schlägt fehl. Set is not that easy. Ja, okay, also das erste kann man erklären, das zweite kann man auch erklären, weil wir einfach nicht die richtige Bluetooth-Version haben. Solche Fitting-Geschichten kann man auch erklären, die sind einfach zu blöd, die richtigen Proppel zu nehmen. Aber schon krass hier, die Bewertung. Ja, ist halt Amazon, was erwartest du? Guck mal, was dabei ist. Aber ich glaube, das ist eh ein komisches Angebot. Die sehen doch wirklich genauso aus wie die Dinger, die wir vorhin für 98 gesehen haben. Mhm. Nur diese eine Ding da? Was ist denn das für ein Verstärker von da? Hat denn Sennheiser ein Bluetooth-Gerät oder sowas? Keine Ahnung, das wird einfach ein Dongle sein, ne? Den du am Fernseher anschließen kannst, denke ich mal. Der kein Bluetooth hat. Der Bluetooth hat. Da ist ja Bluetooth. Hab das Video gesehen. Bluetooth ist es. Ja. Ich meine, die Station ist dafür da für einen Fernseher, der kein Bluetooth hat. Naja, okay. Schau mal, diese Dinge meine ich halt. Die habe ich immer getestet. Da. Jetzt gibt's das. Also du kannst dir das nicht vorstellen. Was bestelle ich? Also was teste ich denn mal? Also gibt's nie wieder. Mann. Dann gibt's es doch wieder. Nee, das ist nicht das. Bilder. Nein, das da unten war's. Das da. Hier, sowas. Die sind nicht schon okay, die Dinger hier, da. Sender-Empfänger. Du kannst auch immer so mittragen und die Geschwindigkeit ist schneller als von direkten, so von so kleinen Kopfhörern, weißt du, bei sowas. Aber auch nicht perfekt synchron, aber es ist schon besser. Nur die Qualität ist trotzdem nicht geil. Nee, also bei meinen ist die Qualität auch nicht so gut. Mir fällt gerade ein, den habe ich doch nicht zurückgeschickt, den habe ich noch hier liegen. Mochte ich nicht so. Aber es kann sein, ich hatte einen gehabt, da hast du den Klinkenstecker direkt dann in das Gerät reingesteckt, um das mit Bluetooth zu erweitern. Mhm. Es kann sein, dass der ein bisschen neuer ist. Der da zum Beispiel ist doch schon ganz gut gewesen. Ja, das Ding da. Das habe ich auch probiert. Das ist ja nicht schon. Ist schon okay, genau das. Aber. Ja, hast du immer das Kabel dabei. Und das ist doch nicht synchron. Die Qualität ist doch nicht so geil. Was ich aber komisch finde, ich habe da gesagt, dass die einen, die so gut passen, voll die geile Qualität haben. Und wenn ich meine normalen Kopfhörer, die sich jetzt gut anhören, über sowas laufen lasse, ist die Qualität nicht mehr so gut. Also ist die Qualität nicht einmal so gut wie über das andere. Tut das so bremsen, die Qualität oder was, diese Dinge?
Obwohl es über den gleichen Sender ist. Also gleicher Sender, die einen Kopfhörer direkt über den Sender hören sich super an. Und diese, die sich jetzt eh gut anhören, mit dem Zwischending, hören sich nicht mehr so gut an. Nicht immer so gut wie das andere. Weiß nicht. Da steckt ja auch ein Wandler und alles drin. Vielleicht tockt es einfach nicht so. Lol, das war die ersten, ich hatte 2011. Ich habe damals schon angefangen mit sowas. Haben sie probiert. Guck mal an hier, 2011. Okay, das war nicht mehr die Farbe, aber das ist schon sowas. Kennst du das? Das Samsung Galaxy S2. Da hier. Das da. Guck mal an, 2011. Bluetooth. Das fand ich Oh, super. die Kopfhörer hatte ich mal. Geil, sowas habe ich gerade gefunden hier bei den Moment, ich hatte Bestellungen. sogar das Samsung S2. Ich hatte das Ich auch. S2 und das S4, glaube ich. S2 ewig. Ja, die Kopfhörer hatte. Dann habe ich das Samsung Galaxy Mega gehabt. Ja, und dann das S8. S2, mega S8. Ich habe lange S2 gehabt, jahrelang. Nimmer. Das war cool hier. Also das war auch okay vom Sound her. Sowas wäre doch cool, wenn sowas nochmal. Gibt es ja auch, aber ist auch ein Delay wieder. Es ist ja im Endeffekt sowas hier. Stimmt, das ist ja. Ich müsste mal testen, wenn ich meine anderen Kopfhörer. Ich weiß nicht. Willst du dir das mal ganz kurz angucken? Was denn? Ich bin da ehrlich gesagt so generell von dem Prinzip dieser Art von Kopfhörern nicht begeistert. Warte mal. Discord. Also die anderen werden ja auch nicht so viel anders sein, wenn man die sich aufsetzt. Ach, sind es die von, die wir gerade Sind jetzt gesehen die haben? teuren, ja. Hallo und Ja. herzlich Aber willkommen die zu anderen sind ja im einem neuen Prinzip das Testbericht gleiche, von nur mir dass für die halt dich. noch dickeres Heute schaue ich mir Plastikding da einen unten hängen Kopfhörer haben. für schwerhörige Brillenträger und Hörgeschädigte Schwerhörige an. Brillenträger, Hörgeschädigte, danke. Der Was ist das Sennheiser für eine RS Scheiße? 5200 besitzt eine Ladestation, auf Ja, der wir vielleicht ihn immer überspringen wir mal ablegen einen können Teil. und welche dann den Kopfhörer auflädt. Die Ladezeit liegt bei etwa 3 Stunden und während des Ach Ladevorgangs du blinken Kacke. drei Balken auf diesem kleinen Display. Ist dann alles voll Es geladen, so blinken leuchten drei alle drei. Einen Balken. für USA und einen für. Nehmen wir den Kopfhörer jetzt aus der Schale und ziehen die Bügel zum Aufsetzen Ui. auseinander, dann leuchtet die LED am Kopfhörer grün auf. Außerdem schaltet sich der Kopfhörer automatisch ein, wenn wir die Bügel Guck mal, auseinanderziehen das meine und ich. er schaltet sich ab, wenn wir ihn wieder abnehmen und Wieso legen. schaltet er sich ab, wenn man wieder abnimmt? Ist doch Kacke. Wenn du kurz absetzen willst, dann schaltet sich der andere aus und wieder. Dadurch Nervig. in die Ursprungsposition Ja, aber du zurückkehren. musst bedenken, die Station Eine ist ja sehr immer an, ne? einfache und simple Also Lösung. geht ja nur der Kopfhörer Für die selber aus. Regulierung der Lautstärke Okay. gibt es auf der Vorderseite zwei große Tasten mit einem großen abgehobenen Plus- und Minus-Symbol. Weiß nicht, ob du Ach du Kacke. so ein Ding da immer hängen haben willst, weißt Alter, guck dir das an. Ja, weiß auch nicht. Guck dir das hier an. Fettes Diese Plus Symbole Minus. lassen sich auch gut Ja, ertasten. Bei die diesem lassen sich gut ja. ertasten. Kopfhörer kann die Lautstärke außerdem auf einen maximalen Obwohl, so viel Schaltungspegel von kleiner ist es gar nicht. Bei den 125 Dezibel anderen ist es halt geregelt länglich werden. und bei, Das ist extrem laut und horizontal für und ein bei denen ist gesundes es halt Gehör vertikal, natürlich ne? nicht zu Ja. empfehlen, weil das auf Dauer Hörschäden gibt. Was Für die gibt her? Zielgruppe kann diese Möglichkeit der höheren Lautstärke aber Ach nützlich so, nicht sein. zu laut, okay. Warnhinweise dazu gibt es natürlich selbstverständlich auch in der Anleitung.
Über die Tasten L und R können wir die Lautstärke rechts und links anpassen, also die Balance. Ach Gott, links und rechts anpassen. Wenn auf einem Ohr schlechter hört, stimmt, wenn er schlechter hört auf dem einen Ohr. Hiermit ausgeglichen werden. Um die Balance-Regelung zurückzusetzen, wird die R- und die L-Taste 3 Sekunden gedrückt. Und tatsächlich erhalten. Höre ich auf ein Ohr zur besser als auf dem anderen. Gibt es drei Profile, welche über die Taste in der Mitte. Das merke ich nur, wenn ich am Telefon bin. Wenn ich zum Telefonieren höre ich im linken Ohr besser als im rechten. So, wenn ich Kopfhörer auf habe, merke ich das nicht. Das Gehirn synchronisiert es hier. Irgendwie. Genau. Ist bei mir exakt dasselbe. Gell? Auch links Kopf, Telefon lauter und rechts komisch? Ich kann mit rechts nicht telefonieren, das geht nicht. Wild, gell? Verstehe ich nur die Hälfte. Was diese vielleicht manchmal besser, je nach Gesprächspartner. Im nächsten Kapitel noch genau erklären. Wenn ich nicht zuhören will, einfach aufs rechte Ohr. Genau. Und diesen aktivieren wir mit der Taste seitlich am Kopfhörer und die LED-Kopfhörer mit den Polstern im Ohr und der Bügel verläuft. Mit dem? Alter Scheiße, Alter. Läuft unter dem Kinn. Er drückt somit nicht auf eine Brille, wenn eine vorhanden ist. Es handelt ich frage mich echt, ob das gemütlich, also ob das störend ist. Das Gewicht liegt etwa bei 64 Gramm. Aber wenn er sich bewegt, dann scheint auch Kopfhörer extrem leicht. Ja. Die Verarbeitung ist in gewohnter Sennheiser Qualität. Ladestation und Kopfhörer wirken modern und schick. Alles okay, modern und schick. Die Bedienung ist auch simpel gehalten, was auch der vermutlich oft älteren Kundschaft zugute kommt. Es gibt insgesamt 4 Polster, die verschieden groß sind und auch aus verschiedenem Material bestehen. Ein paar simple, größere Silikonpolster sind bereits aufgezogen. Ein weiteres, kleineres Paar Silikon-Ohrpolster liegt bei. Dann haben wir noch ein paar aus Memory Foam. Memory Foam ist auch dabei. Der sich leicht kneten und anpassen lässt. Und diese Polster, die schieren. Und es sieht nach Standardgröße aus. Da kannst du also dann selber auch noch welche nachkaufen. Das sind halt, wie es gerade zeigt, die sind relativ dick, kannst zusammenpressen, dadurch passen die sich halt perfekt ans Ohr an. Es gibt bei diesem Kopfhörer 3 Klangmodi. Die hier sind zwar auch nicht schlecht, aber die lassen halt mehr Luft durch. Die sind auch. Ich finde das mit Stoff dann mal schlechter, oder? Da hatte ich, glaube ich, aktiv noch? Ja, aber ich glaube, die nudeln zu schnell aus und tun auch, dann hast du oft das Plastik am Ohr, weil die nicht so richtig das entkoppeln. Schau mal an, Profil 1, 2, 3. Was sagst du dazu? Mach mal Pause. Na ja, schon. Okay, Profil 3 ist quasi den Bass-Roll-Off, dass der Bass rausgemacht wird. Profil 2 ist, dass der Bass nur.